Name ist Birgit Heinze. Ich arbeite seit circa 10 Jahren als Freiwillige auf der Station Geldingmole, auf dem Rettungsboot Jens Fürschipp und bin dort als Vormann tätig und hauptsächlich auch für die Medizin an Bord zuständig. Ich habe eine ehrenamtliche Tätigkeit gesucht und habe dann die DGZRS gefunden, die Seenotrettung gefunden. Die Tätigkeit gefiel mir sehr, aber eben auch die Strukturen der DGZRS, wie sie aufgebaut ist, wie sie finanziert ist. Das fand ich einfach so toll, dass da so viele Menschen hinterstehen durch ihre Spenden. Hier machen wir wirklich Basisarbeit, Erste Hilfe, Basismaßnahmen. Die erweiterten Maßnahmen wie Blutdruck messen, Puls fühlen, die führen wir natürlich auch durch, die dürfen wir auch durchführen. Wenn es weiterführende Maßnahmen geben muss, würden wir als Freiwillige immer einen Kreuzer dazu rufen, die auch von der medizinischen Ausstattung her deutlich höher angesetzt sind. Die große Herausforderung ist aber natürlich auch diese Erste-Hilfe-Basismaßnahmen auf einem schaukelnden, unruhigen Schiff mit viel Seegang, viel Wind und natürlich den ganz normal schockierten Patienten oder Betroffenen durchzuführen. Das ist eigentlich die wirkliche Herausforderung dabei und was auch wirklich unter sehr beengten Verhältnissen nicht immer ganz einfach ist.